Ja, wenn die den stumpfen Bug haben, der so rund ist, ne? Pontonform nennt man das, ne? Die ist natürlich, wer da runter gerät, der ist verloren. Ja. Und das muss ein ganz guter Taucher sein. Nein, wenn jetzt hier ein ganzer Pulk von Schwimmern da vorne dran ist und ich sehe das, dann zähle ich die oder auch kleine Sportboote und zähle dann an der Seite wieder ab, ob die alle aufgetaucht sind. Sonst ist es schon passiert, dass man stoppen musste, ganz einfach den Gelegenheit zu geben, dass er doch zur Seite schwimmen. Ne? Wie gesagt, bei diesem Schiff hier ist das nicht ganz so dramatisch, weil er so eine spitze Form hat. Da wird bei Beladen wenn jetzt noch vom Wasser zur Seite abgewiesen. Ne? Dann hat man da aber bessere Sicht, aber leer ist dann schon gefährlich für die Schwimmer. Kinder dann rüber scheuchen, kann man da rechnen. Bei der anderen Seite. Nein, ich habe zwar in meinem Leben schon 2-3 Leichen geortet und aus dem Wasser mit rausgeholt und so, das passiert immer wieder irgendwo, aber selbst zum Glück nicht betroffen gewesen. Mit den Schwimmern ist schon ein Problem, weil die sich gar nicht vorstellen können, dass man die nicht mehr sehen tut. Dass der tote Winkel, der zwangsläufig mehr oder weniger groß ist, da kann man die nicht sehen. Und wenn die sich unvernünftig verhalten, meinen noch vor dem Schiff nochmal rüberschwimmen zu können und so, das ist sehr gefährlich. So dass man sich eigentlich wundern muss, dass da nicht mehr passiert. Die Glücksgöttin ist doch sehr in vielen Hold. Ja gut, Schwimmverbot, also wäre Blödsinn, der Kadaver ist das Kanalwasser doch, das ist doch zu ordentlich alles. Ne? Ja. Ja, vielleicht mehr Informationen, auch von der Presse her, Informationen, dass man halt, die können ja machen, was sie wollen, wenn keine Schiffe da sind. Ne? Aber wenn halt Schiffe kommen, dann entsprechend vorsichtig sein. Auch um die Leute selbst nicht in Tredulli zu finden. Ich habe einen Kollegen, der in den letzten Berufsmonaten, ist da jemand mit einem Paddelboot in die Bugstallruderanlage gekommen und war tödlich verunglückt. Ne? Ja, da geht man nur noch kaputt von, ne? Wenn man so weiter lebt.